Martin, Thomas, freut mich, euch in München zu treffen. Martin, du hast in den 80er Jahren eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der Gotha gemacht. Ja, das stimmt. Würdest du das heute nochmal machen? 80er Jahre hört sich verdammt lange her an. Ich würde es jederzeit wieder machen, aber ich würde hoffen, dass die Ausbildung anders aussieht, als sie damals aussah. Dass sie heute etwas kundenorientierter, moderner ist. Und welche digitalen Tools braucht der Berater von heute? Der Berater von heute braucht erstmal die Expertise, die er immer schon hatte. Er braucht Empathie, er braucht die Fähigkeit, auf Kunden zuzugehen und das zu übersetzen mit guten Tools, wie beispielsweise in der Kommunikation, in der Beratung. Ich glaube, da ist es ein wesentlicher Punkt, sehr digital unterwegs zu sein. Also Kommunikation, direkte Kommunikation, Beratungswerkzeuge und auch Tools, die ihm helfen, den Kunden auf Dauer zu betreuen. Und wie kriegen wir den Change hin? Du hast eben zu mir gesagt, du bist Customer Success Spezialist. Wäre ich gerne, ja. Top-down oder bottom-up? Sowohl als auch. Du musst, ich glaube, top-down die Bereitschaft erzeugen, also die Atmosphäre schaffen. Aber bottom-up müssen die Ideen kommen. Also für uns ist unser Transformationsprogramm, die Bayerische Growth Amazon, ist eher eine Evolution von unten. Hm. Und ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise. Und was, ganz selbstkritisch gesehen, könnt ihr da noch besser machen? Also ich finde, das ist die bestmögliche Frage für Thomas. Was können wir da noch besser machen, Thomas? Martin hat schon gesagt, Revolution von unten. Revolution von unten heißt dann, die Revolution unten auch annehmen und sie leben. Wir haben jetzt in den jüngsten Änderungen, die wir vorgenommen haben, hier auch wirklich unser Anforderungsmanagement und die Verantwortung auf die Teams so verteilt, dass die Kollegen diese Anforderungen annehmen können. Aber es sind natürlich Menschen aus der Versicherungswirtschaft, die auch eine gewisse Unterstützung brauchen. Und das ergänzen wir dann auch mit entsprechenden Befähigungsmaßnahmen, sodass die Kollegen diese Revolution annehmen und sie auch wirklich vorwärts treiben. Mhm. Und was haltet ihr davon, eine komplett digitale Agentur aufzubauen, beispielsweise auf Mallorca? Da ist der Basti ja schon, Basti Kunkel, auf Mallorca. Ja, genau. Und voll digital unterwegs. Ist ja auch ein begeisterter Flexperto-Nutzer, habe ich mir sagen lassen. Und begeisterter Partner der Bayerischen, genau. Ja. Das verbindet ihn oder uns. Also wir haben diese Agentur schon. Unsere größte Ausschließlichkeitsagentur ist unsere Digitalagentur. Mhm. Wir reden hier von einem Provisionsumsatz, der in diesem Jahr, darf man da Zahlen nennen? Sollte man nicht tun, ne? Sollte nicht sagen, dass es über 2 Millionen Provisionsumsatz sind. Aber wird so sein, in diesem Jahr rein digital. Und wir wollen diese Expertise, die wir damit gewinnen, auf unseren gesamten Vertrieb letztlich ausrollen. Mhm. Ich glaube, dass das sehr gut möglich ist, insbesondere dann, wenn man sich spezialisiert, konzentriert und befähigt ist, die Medien auch zu nutzen. Mhm. Wenn ihr euch nur ein IT-Investment oder ein Projekt für 2018 aussuchen dürftet, was wäre das? Gott sei Dank dürfen wir uns mehr aussuchen als eins. Und das machen wir auch. Wir wollen keins abwählen. Aber die größte Investition, die wir in 2018 gestartet haben, die uns die nächsten Jahre begleiten wird, ist ein vollständig neues digitales Betriebs- und Schadensystem bei unserem Kompositversicherer, das im Übrigen auch quasi bis an die Frontend herangeführt wird, also bis zum Vermittler, bis zum Kunden herangeführt wird. Das wird uns in den nächsten 2,5, 3 Jahren massiv fordern und das ist auch unsere größte Investition und das finden wir auch richtig. Drumherum geht es eben wie Themen wie InSign, die wir hier im Haus übrigens entwickelt haben, die elektronische Unterschrift gemeinsam mit IS2. Das sind für uns Themen, mit denen wir uns nach vorne bewegen wollen und ich habe den Eindruck, dass das auch ganz gut gelingt. Jetzt haben wir ja hier einen vormals InSign IS2 verantwortlich sitzen. Mittlerweile bist du Aufsichtsratsvorsitzender und eben für die IT bei der Bayerischen zuständig. Mhm. Hast so ein bisschen die Perspektive gewechselt. Die IT-Ressourcen, Martin, sind ja sehr knapp. Sie haben IS2 irgendwann übernommen. Ist das auch ein Modell für andere Versicherer, was Sie empfehlen können? Oder Nein. sagen Sie, dass, das kann nur die Bayerische? Kann ich nicht empfehlen. Also auf keinen Fall. Nein, aber vielleicht mal ganz kurz, weil es echt interessant ist. Wir haben in der Summe rund 400 Mitarbeiter, wir sind ja nur Mittelständler, die operativ im Versicherungsgeschäft unterwegs sind. Dazu kommt der Vertrieb, die lasse ich jetzt mal außen vor. Wir haben aber nahezu 300 Mitarbeitende, die rund um das Thema IT beschäftigt sind. Sei es, dass sie in unsere Bestandssysteme reinarbeiten, sei es, dass sie wie IS2 einen großen Teil sogar im Markt anbieten, von Allianz bis Zürich. Und, wenn du jetzt gerade weggelassen hast, ist die Sumkumo, das ist eine Beteiligung in Hamburg, die uns viel Freude bereitet, die vollständig darauf aus ist, digitale Versicherer neu aufzubauen. Also wir bauen in der Schweiz die Dextra-Versicherungsgruppe auf, voll digital, mit unserer Tochter Sumkumo. Und die Sumkumo ist auch für einen Düsseldorfer Konzern aktiv, wenn es um den Aufbau eines digitalen Autoversicherers geht. Also wir versuchen, die Kapazitäten, die wir
für uns gewinnen, so auszulasten, weil wir Mittelständler sind, dass sie ökonomisch wertschöpfend sind. Und gleichsam kommen wir so an Talente, die wir als einzelner Anbieter so nicht bekommen würden. Es geht mehr um Talente. Es geht viel um Talente, es geht um Kapazität, also Menschen, die was wegarbeiten können, aber natürlich um Talente, die echt Ideen haben, die nach vorne denken, die Neues wagen. Also wie beispielsweise den Aufbau voll digitaler Versicherer, den wir für uns nicht entschieden haben für die Bayerische, aber in der Schweiz mit Dextra umsetzen. Mhm. Würden Sie das auch in Deutschland machen? Also andere machen es ja genau umgekehrt. Ich war letzte Woche bei der Basler. Die haben gesagt, die haben Friday in Deutschland aufgebaut, weil es für die Schweiz keinen Sinn macht, der Markt zu klein ist. Warum macht die Bayerische das genau umgekehrt? Wir machen das in der Schweiz nicht alleine, wir machen das mit Partnern wie der Pax, das ist ein großer Lebensversicherer in der Schweiz. In der Schweiz ist es ganz einfach, das ökonomische Modell der Autoversicherung lohnt sich deutlich mehr. Das heißt, es ist margenträchtiger, du kannst mit weniger Umsatz tatsächlich da noch Geld verdienen. Für Deutschland sehen wir das eher kritisch, es ist eher so der Red Ocean. In der Schweiz ist die Autoversicherung noch ein Blue Ocean. Ich möchte noch mal gerne kurz zurückgehen auf das Thema Verwaltungssystem, Bestandsführungssystem, weil Sie sagten, das ist das Wichtigste, oder ihr sagtet, das ist das wichtigste Investment für in dieser Zeit. 2019. Mhm. Was wir sehen, ist, dass viele Versicherer ihre eigenen Bestandsführungssysteme aufbauen. Mhm. Gerade mit IS2 haben wir ein schönes Beispiel eigentlich geschaffen, dass InSign von mittlerweile ganz vielen Gesellschaften genutzt wird und nicht jeder seine eigene Signaturlösung aufbauen muss. Was übrigens klug ist. Ist klug. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Gesellschaften immer noch in Deutschland, sehr, sehr viele Stammvertriebe. Warum schafft ihr es nicht, euch zusammenzuschließen und ein gutes Bestandsführungssystem für einen Stammvertrieb zu bauen? Finde ich eine gute Idee. Warum hat eigentlich BMW noch einen anderen Motor als Mercedes und der wieder einen anderen als Opel? Könnten die nicht einen Einheitsmotor machen? Ich glaube, das ist zu viel verlangt von der Branche. Ich würde mir mehr Kooperation wünschen, aber wenn wir jetzt mal auf die Bayerische gucken, IS2 in Sumcomo, das, was ich vorhin gesagt habe, ist, wir machen das schon. Also wir bieten alle Lösungen, die wir heute für die Bayerische entwickeln. Wir sind ein bisschen ein Versuchslabor. Das heißt, wir sammeln auch die negativen Erfahrungen zugegebenermaßen. Zum Beispiel rund um das Thema CRM-Systeme für den Exklusivvertrieb. Und die IS2 ist dann in der Lage, dieses CRM-System Dritten gegenüber anzubieten. Das heißt, wir haben es einmal entwickelt, wir waren das Versuchslabor, zu uns kommen dann Kollegen aus dem Mittelstand, gucken sich das an, übernehmen den Kern und bauen dann ihr Customizing drauf. Das finde ich hochinteressant. Das ist jetzt auch für uns ins Geschäftsmodell. Wir sehen für die Bayerische drei Säulen. Das ist die Versicherersäule, das ist der Vertrieb, für uns ganz wichtig, eine eigene Säule. Und zum 1. Januar gründen wir die Bayerische Digital AG als Holding all unsere IT-Beteiligungen, weil wir auch aus dieser Säule heraus glauben, für uns, aber auch für den Markt einen Mehrwert anbieten zu können. Also wir denken Versicherung da ein bisschen neu. Das heißt, ihr wollt euch beteiligen, kaufen? Ja. Und vor allen Dingen das auch. Aber wir haben ja schon Beteiligungen und wir haben ja schon Unternehmen, die jetzt der Bayerischen mehrheitlich gehören. Wir wollen mit diesen Beteiligungen gemeinsam Marktlösungen entwickeln, die wir bei der Bayerischen testen und bei der Pfefferminzia oder wem auch immer letztlich auch zum Einsatz bringen. Die Kooperationsmöglichkeiten sind da vielfältig. Also das eine ist beim Qualifizieren der Leute, da hatten wir vorhin auch schon mal kurz gesprochen. Das andere ist beim Mehrfachverwenden von standardisierbaren Softwarekomponenten. Und weil wir vorhin auch kurz drüber gesprochen haben, Startup-Szene, Fintech-Szene, also wir hatten uns ja schon, kennen schon eine gewisse Zeit und viele, viele Startups, die haben eine sehr, sehr coole Idee, haben auch Feuer und Flamme, diese umzusetzen, aber wir können auch was bieten. Wir können nämlich letztendlich genau diesen Marktzugang bieten, also zum einen schon mal die erste Referenzimplementierung und auf dem Weg dorthin die ganze neue Lern- und Know-how-Kurve aufzubauen. Sollen die euch jetzt alle Pitch-Decks zuschicken? Wir sind natürlich vernetzt und schauen uns viele, viele aussichtsreiche Kandidaten an. Und ja, also wenn Größe, Investments? Da haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Wenn es passt, dann ist das Geschäftsmodell muss passen. Dann unbegrenzt. Wagen wir einen Blick in die Zukunft. In 10 Jahren, wie viel Prozent, ihr habt diese drei Sparten genannt, wie viel Prozent eures Gewinns kommt aus Tech? In die Zukunft springen heißt auch die Gegenwart sich betrachten. Mhm. Wenn ich mir die drei Säulen anschaue, also die Versicherersäule, die Vertriebssäule und die IT-Säule, dann ist es in 2018, wird es so sein, dass wir zwar nominal noch den größten Gewinn in der Versicherersäule erwirtschaften, aber der ist nicht wahnsinnig weit weg von dem Gewinn, den wir in der IT-Säule für den Konzern entwickeln. Und dahinter kommt dann direkt aus der Vertriebssäule der entsprechende Gewinn. Und ich glaube, dass sich das durchaus verschieben kann Richtung IT-Säule,
Also aber nicht bezogen auf die Unternehmensgröße, sondern du fragtest ja nach dem Gewinn. Ja. Den kann ich mir da sehr gut vorstellen, wobei wir leidenschaftliche Versicherer sind und also auch in der Säule massiv Gas geben wollen. Ich frage das alle, wird die Bayerische ein Tech-Unternehmen? Ich hoffe. Ein Tech-Unternehmen mit Herz. Die Bayerische ist bereits ein Tech-Unternehmen. Wir haben uns jetzt umgestellt auf eben agile Entwicklung konzernweit. Ein paar Paradigmen aufgenommen, wo man auch lernen kann von Fintechs. Aber letztendlich, wenn ich vergleiche, wenn ich ein Fintech wirklich im Inneren anschaue und mit der Bayerischen vergleiche, dann würde ich sagen, sind wir genauso ein Fintech und stolz drauf. Herzlichen Dank euch beiden. Ich wünsche euch alles Gute. Dankeschön. Bis bald. Danke.